So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück. Euer Berg ist wieder am Mikrofon im Let's Play rund um Frankreich und der absoluten Weltherrschaft. Steht nichts im Wege. Momentan befinden wir uns immer noch in Marokko und ja, schaffen uns einen kleinen weiteren strategisch günstigen Anker, um natürlich in Zukunft dann die nächstgrößeren Kriege zu führen. Tunesien, Osmanisches Reich und Co. erwarten uns. Eine Sache würde ich ganz gerne mal probieren heute, bevor wir loslegen. Ich gucke mir das nämlich mal. Moment, ich gucke mir mal die. Ah, die ist noch ein bisschen hoch. Schaut mal, immer noch 36. Wenn man jetzt nur hier warten würde, bis die abgebaut ist, ne, in Mitteleuropa, wäre der Wahnsinn. Wäre gar nicht machbar. Wir müssen, wie viel Land wir währenddessen schon wieder erobert haben, wo hier immer noch die aggressive Expansion ausläuft. Herrlich. Gut. Man könnte aber Ungarn sich nochmal greifen. Zips hatten sich geholt. Das Gold hat sich der Osmane geholt. Brandenburg, Mecklenburg, Mantuau. Ja, mittlerweile habe ich nur noch. Ich habe halt nur noch drei Gegner, wenn man so möchte. Aber die halt ordentlich. Eigentlich nur zwei. Osmanische Reich und Russland, klar. Aber die müssen wir halt auch demnächst anpacken. Gut, wir machen aber da weiter, wo wir aufgehört haben. Und das natürlich fleißig. Die Kolonien laufen ja immer noch. Man könnte langsam anfangen, mal Parallelkriege zu führen. Aber ihr seht, wir brauchen auch bei der Administrative noch ein bisschen Power. Warum habe ich da bloß einen Zweier drin? Achso, mir fehlt sowieso gerade ein bisschen Geld wegen der Überdehnung und solche Geschichten. Ja, ja. Wir lassen das. Es dauert noch ein bisschen. Dann ist es hier durch und dann können wir nicht ändern. Wir können momentan nicht schneller expandieren, als wir schon tun. Bei den Ideen wollte ich mal kurz reingucken. Quantität ist klar. Ich glaube, die 25% aus der Administrative nehme ich frühzeitig mit. Ich glaube, das wird alles ziemlich teuer, da voranzukommen. Das macht auf jeden Fall Sinn. Ja, wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Mal schauen, wie es läuft. Ganz entspannt. Wir sind schon gut dran. Wir haben die erste Provinz schon. Die zweite können wir uns, Wien können wir uns in irgendeinem extrem aggressiven Krieg mal holen. Also wenn wir uns weiter so aufstellen, wie wir es gerade tun, sind eigentlich perfekte Voraussetzungen erfüllt. Genau, die perfekten Voraussetzungen erfüllt, um weiterzumachen, ne? 171.000 Mann Reserve haben wir bald. Wenn wir hier weiter auffüllen, das passt. Okay, gut, Leute, an dem Punkt haben wir aufgehört. Da machen wir auch fleißig weiter. Ich drücke mal auf Play. Und wir geben ein wenig Gas, hoffe ich. Ich komme hier auch nicht so viel weiter. So schnell komme ich hier nicht durch. Ich bräuchte da größere Armeen, mehr Schiffe. Dann müssen wir mal gucken, dass wir demnächst mal die Flotten vielleicht mal erweitern auf 70 Transportschiffe. Antiklerikalismus. Antiklerikalismus. Können wir uns das leisten? Immer bei den Ständen reingucken, wie es da aussieht. Yo, und Klerus können wir uns ja schon leisten. Bourgeoisie-Abbau können wir uns nicht leisten. Wir müssen das nehmen. Klerus verliert 10-10. Das kann man sich leisten. Okay. So. Ah, so ein bisschen hier, ne? Weil die wegen den scheiß Türmen. Die kriegst du halt nicht immer so schnell weg, wie man sich das wünschen würde. So. Auf geht's. Sind wir durch? Perfekt, dann laufen die dorthin. Und die sind eigentlich auch gleich durch. Oh Mist, wer ist denn gestorben? Boah, wir haben echt keine Kohle, nur 5 Dukaten? Ich drück den mal mit einem plus 1. Mir ist das echt gerade ein bisschen suspekt mit den finanziellen Mitteln, dass uns da immer so einbricht. Okay. Dann müssen wir da wieder kaputt hauen. Da vergeht ja so ein Land zu belagern, ne? Da vergehen immer ein paar Monate, klar. Während die Kriege in Übersee schnell über die Bühne gehen, ist das hier immer noch ein bisschen Nerven aufreiben, ein bisschen kräftezehrend, was die Zeit angeht. Aber wenn man ganz ehrlich ist, man muss sich auch nicht stressen. Wir haben genügend Zeit, das Ziel zu erreichen. Kommen auch nirgendwo anders hin. Die müssen erst hier oben fertig werden. Die sitzen auch schon ewig drin. Das ist echt furchtbar. Da. Upsala. So. Sind denn die schon angekommen hier? Oh ja, die sind schon da.
Ah, da müssen wir kurz noch die Schiffe. Die würde ich ganz gerne noch ab. Oder ne, müssen wir ja nicht. Die sind ja eigentlich durch. So. Okay. Dann würde ich sagen, wenn ich ja den Krieg hier so weit im Auge habe, wir auch noch warten auf andere Sachen, Kernprovinzen, gehen wir mal auf 4. Hier ist ja nichts, hier ist ja nichts Spannendes. Es geht bloß darum, diesen Krieg zu Ende zu bringen. Auf den günstigsten Weg. Auf den schnellsten. Wie gesagt, viel Provinzen will ich mir hier gar nicht nehmen. Geht nur so ein paar strategische Punkte, dass man nicht immer über Wasser dann anlanden muss, ne? Sondern das auch über den Weg machen kann. So. Die sind auch fertig. Ah, die kommen gar nicht hinterher. Okay, da haben wir die Stadt gewonnen. Das ist die Hauptstadt. Perfekt. Und die haben wir auch gewonnen. Jetzt wird es ein bisschen chaotisch hier. Überall sind jetzt die kleinen Einheiten von Marokko. Aber sie wollten Portugal catchen, ne? Da muss ich echt sagen, zum Glück waren wir da direkt vor Ort und konnten da intervenieren. Mit dem Anspruch schnell durchdrücken. Marrakesch, perfekt. Dass wir da nicht so viel Zeit verloren haben, zum Glück. Ui, wir sind hier durch. Moment. Rumstehen, deshalb geht gar nicht. So. Oh, Handelseffizient? Nee, ich nehme mal das Geld mit. Das brauchen wir gerade ein bisschen dringender. Ui, da kommen die ganzen Provinzen rein. Und es dürfte sich auch eine neue Nation gebildet haben. Nächsten Monat kommt das wahrscheinlich. Am 1. Dezember. Perfekt. Und das ist halt wichtig, ne? Dass man viele, viele mittelgroße Provinzen hier hat, ne? Französisch, Kolumbien hier, ganz, ganz wichtig. Das ist, wie gesagt, das sind so... Ansonsten ist die eine hier zu groß, wenn alles zusammenhängend ist. Und das ist echt nicht toll. So. Ja, dann wir kommen auch langsam so in die Region. Dass die Holländer anfangen zu kolonisieren. Die haben wir jetzt relativ gut ausgestochen, finde ich. Das war ganz gut. Aber halt immer noch gefährlich, die Holländer. Ne, also die holländischen Nationen, die da so rumschwirren. Schnell, diesen Ratzfatz sind die in Indonesien. So schnell können wir gar nicht kolonisieren, wie die da unterwegs sind. Und natürlich können wir die nicht so einfach rausprügeln, wie wir das mit den anderen gemacht haben. Mit den großen Nationen. England, Spanien, durch das Erbe. Und Portugal natürlich. Was haben wir denn hier? Besteuern. Ach, nichts besteuern. Nichts besteuern. Gar nicht gucken, einfach nicht besteuern. Fertig. Es kommt so viel Geld rein durch andere Sachen. In der Regel. Wir haben jetzt auch wieder tierisch aufgebaut. Man darf das auch nicht unterschätzen. Was haben wir eben an Schiffe? Wir haben mal eben 60 Galeeren gebaut. Das ist schon ordentlich. Das ist schon eine richtige Armada, die wir da aufgestellt haben. Richtig cool auf jeden Fall. Müssen wir alles gleich noch organisieren. So. Okay. Agadir von Frankreich besetzt. Okay, die auch noch. Okay. Dann müssen wir mal gucken mit der Technik. Es gibt irgendwann gibt es einen Punkt, wo man den Osmanen wegläuft mit der Technik. Deswegen müssen wir auch dranbleiben. Und wenn wir da so ein bisschen Vorsprung in uns geschaffen haben, dann werden wir auch den Krieg gegen den Osmanen führen. Ne, gegen Tunesien und Osmane. Um uns dann die nächsten günstigen Positionen zu besorgen. Das steht noch ein bisschen aus. Wir haben natürlich genügend andere Schauplätze. Die wichtigsten haben wir eigentlich fast alle abgeschlossen. Da werden wir ein-, zweimal noch intervenieren müssen in Nordamerika, aber ansonsten haben wir da eigentlich alles in der Hand. Da gibt es eigentlich gar kein Problem mehr. So, wer gehörte jetzt eigentlich wo dazu? Moment.
Die gehören dazu. Die sind aufgeteilt worden. Ja, dann schicken wir die noch dazu. Wir sind nämlich hier durch. So, das ist Belagerungsgaläre. Was ist das? Transport? Ja, die sind eigentlich für hier gedacht. Die gehen schon mal gleich weg. Das sind die Belagerungsgalären. Das ist alles für den Osman. Nur für den Osman haben wir das aufgebaut. So. Akzeptiert die päpstliche Bulle. Verurteilt die Sklaverei. Jetzt schon? Hä? So, war früh, 16:30. Sklaverei verurteilt bis 19. August 38. Achso, das ist nur über einen gewissen Zeitraum. Man kann die Sklaverei nochmal abschaffen später. Ja. Ich will doch nicht jetzt meine Sklaven brauche ich doch noch. Da müssen wir den Steuermodifikator mal wieder reinnehmen wieder. Und die Inflationsreduktion, die beiden Sachen sind noch ganz wichtig. So. Haben wir da eigentlich jetzt mittlerweile die Goldprovinzen mal klar gemacht? Das fehlt nämlich noch. Guck mal. Keine einzige. Deswegen kommen auch keine Schiffe an mit Gold. Wundert mich nicht. Da oben ist auch nichts. Keine Silberflotten. Im Paradise. Im Paradise. So. Okay. Die gehören dazu. Qualitätselfenbein. Was für ein guter Tag. 20 Prestige. Das sind halt auch mal solche Events, die aufploppen, ne? Und Klempen haben wir auch gewonnen. Das ist die eine Armee, die haben wir extra herbeschafft. Das sind alles Berberstaaten-Geschichten hier, ne? Es kostet alles extra. Wir gucken uns gleich mal an. Oh! Zeigen, welche? Ach, der. Aber, ja, die war ja... Achso, die gehörte ja Portugal. Jetzt wird es ein bisschen günstiger für uns. Sehr schön. Ja, hier kommt auch keiner mehr ran. Das können wir so stehen lassen. Müssen wir nicht belagern, kolonisieren. Können wir, aber müssen nicht. Hier, das ist interessant, aber da lasse ich auch mal lieber jemanden kommen. den Portugiesen oder so. Der soll da mal sich ein bisschen breit machen. So. Und die beiden Armeen gehören zusammen. Die gehen dahin. Und die gehen dahin. Läuft momentan alles ein bisschen schnell. Auf 4. So spiele ich eigentlich immer. Aber es geht dann nur momentweise um die... um den Krieg, ne? So, die Bourgeoisie hat tierisch ein Problem. Die müssen wir jetzt... Ja, kommen wir nicht drum herum. Müssen wir Monopolcharters gewähren mit 5 Prestige. Und dann müssen wir einfach so ein bisschen auf die nächsten Events achten, was da so kommt. Weil die sind alle ziemlich niedrig hier. Adel und Co. Also... Ich würde euch ja mehr Land geben, aber ich nehme halt in... Also im Kerngebiet hier nehme ich gar keine Länder ein. Oder zu wenig vielleicht. So, 99%. Haben die noch irgendwas? Ach, da ist noch was. Guckt mal, das können wir noch schnell... Das gucke ich mir nochmal an, was da los ist. Ah ja, wohl. Ach, Elbasan haben wir aufgegeben. Lass das da hinten weg, das ist doch Blödsinn. Das ist doch jetzt Quatsch mit Soße. Brauchen wir doch nicht belagern. Also Marokko. Wie gesagt, es ist alles wirklich furchtbar teuer hier. Deswegen würde ich mich ganz gerne da ein bisschen günstiger aufhalten. So, die drei. Ja, die sind schon teuer. Wir gucken mal, wie teuer die sind. Ich nehme die Kriegsreparationen. Ach, ich kann keine anderen Nationen entlassen. Können wir das an Portugal geben? Sollen wir das an Portugal geben? Nee, das lässt sich echt blöd einnehmen da oben. Das müssen wir hier, das können wir ruhig mal sagen. So. Nicht, dass die anfangen, da noch anzugreifen. Okay, jetzt gucken wir uns das mal an. Ich will nicht wissen, was das kostet. Was geht? Warum sind die jetzt so günstig? Ich hatte schon teilweise mehr als 100 bezahlt. Weil das Übersee ist? Kann das sein? Okay, das geht ja. Ist auch nicht günstig, aber... Es geht noch günstiger, aber es passt. So. Die werfen sogar Schatten hier, hab ich noch gar nicht gesehen. Guck mal, wie die hier Schatten werfen. Das ist ja lustig. Ist mir noch nie aufgefallen. Sachen gibt's.
So, die 34. Ich habe das nächste Ziel noch gar nicht vor Augen, Leute. Da müssen wir uns was ausdenken. So. Okay, wir haben mal wieder Frieden. Das ist natürlich richtig geil. Da werden wir mal zwei Sachen machen. Nummer 1, Geld sparen. Die 11 Festungen, die wir haben. Die 11 kleinen, günstigen Festungen. Die mal weg. Sind die immer noch im Krieg? Yo. Hoffentlich jetzt, aber jetzt raste ich aber aus, wenn die wieder aufbauen und da rangehen. Schließt Frieden und fertig ist der Lack hier. Nix da mit Krieg jetzt hier. Das werden sie doch hinkriegen, oder? Die Portugiesen, die sind auch ziemlich arm. Oh, der lebt immer noch. Der erkundet für uns auch schon, glaube ich, geführte. So, ich, warte mal, kriege ich den seine Schiffe mal abgedatet? Warum kann ich deine Schiffe nicht updaten? Weil uns die Provinz nicht gehört? Warte mal, was ist bei der Kolonie, wenn wir dich dahin schicken? Oh, Polen-Litauen will wieder ein Bündnis. Das ist natürlich perfekt, ne? Die sind da gar nicht sauer, dass wir das Bündnis gebrochen haben. Nett. Ja, nett. Das macht es natürlich auch ein bisschen einfacher. Die haben halt noch Frieden mit dem Osmanischen Reich. Von daher lässt sich das schwierig mitmischen. Vielleicht, wenn wir den Tunesier angreifen, dann, dass sie da mitmischen. Ah, hier kann ich sie updaten. Ach so, in meinen Kolonien kann ich sie nicht updaten. Meine Schiffe. Wir machen daraus mal ordentliche Schiffe und dann schicken wir den auf Weltumsegelung. Ne? Ja, so. Das ist eigentlich die Flotte, mit der ich alles belagern will. Die so dick sieht sie jetzt auch nicht aus, ich weiß. So, hoffentlich schaffen das die in Goa. Da gehen wir nochmal kurz hin. In Indien sitzen wir ja auch schon. Ja, ich. Ja, ist die Frage, ne? Ja, komm, was soll's? Was habe ich hier? Was kriege ich hier für einen Erfolg? Also, das merke ich doch gar nicht, was ich da einnehme, ob ich da jetzt. Aber Rebellen merke ich. Das meine ich. Also Rebellen merkst du gleich, da musst du hin, da musst du wieder gegensteuern. Aber so ein bisschen, weil ob da 5 Männer mehr sind oder 5 Gulden mehr oder Dukaten, das merkst du doch in der Regel gar nicht. So. Einnahmen sehen gut aus. Ich weiß nicht, was gerade so teuer ist bei uns. Kolonie nicht. Berater geht. Armee. Ziemlich teuer, okay, aber. Wie sieht's denn hier aus? Oldenburg, Trier, Lüttich. Wie sieht's hier aus? Ansbach, Österreich. Wird immer weniger bei Aragon. Die sind die einzigen, die noch fleißig kolonisieren, ne? Da haben wir noch nicht gegengesteuert. Die sind immer noch im Krieg. So. Okay. Ja, ach so. Das sind ja für uns nur strategische Punkte. Das sollten wir noch hier durchdrücken. Ah ja, das sind auch. Ah ja. Schau ihn an. Das sind Überseeprovinzen. Das ist interessant, das ist günstig. Dann günstiger als was anderes. Wie sieht es denn hier aus? Gibt es da auch noch Berber? Ja. Gut, hier brauchen wir ja nichts. Also hier will ich zumindest gar nichts. Noch nicht. Vielleicht irgendwann, wenn ich es nicht mehr brauche. Bei Tunesien geht es mehr um ganz andere Geschichten. Da will ich ja eigentlich einen strategischen Krieg führen, ne? Das gucken wir uns mal an. Ich gucke mir das jetzt mal an. Also, wir sind eigentlich soweit ganz gut aufgestellt für so einen Krieg. Nur ein bisschen wenig Einnahmen fahren wir gerade, finde ich. Also, das ist so ein bisschen armselig. Moment, wo hängt's da? Es ist aber auch, ja, das ist natürlich schwierig dann, ne? Irgendwann an so einem Punkt, wo das Reich auch groß wird, ist es auch wirklich schwierig, die Punkte zu finden, wo man noch optimieren kann, ne? Hier zum Beispiel, der fängt schon mal an. Da sind 6 Galeeren. Die müssen da runter. So, was ist das hier? Eine reine Galeerenarmee. Die muss da hoch. Das sind Kanaltransport. Steht er da? Der steht da. Perfekt. Was ist die? Das ist die. Genau. Ich nenne die jetzt auch so.
Musel, Musel Boys. Für die Muselmann. So. Und das ist Transport Europa, beziehungsweise will ich es umbenennen. Ich nenne es jetzt in Zukunft einfach France Armada. Was Sinn macht, weiß ich nicht. Ist ja egal. Geht ja nur, damit man es sortieren kann, worum es geht. So. Dann sollten wir aber auch die Schiffe mal updaten, oder? Kostet mich 1000 Dukaten. Ihr spinnt doch. Ich kann es mir nicht leisten. Ich kann es mir einfach nicht leisten, das alles hier abzudaten. So. Kommt noch das Geld. Irgendwann muss ja kommen. Aber man nimmt das auch immer zu ein, ne? Man ist ständig in Kriege verwickelt, ständig... Mich wundert es halt, dass wir die Silberflotten nicht rankriegen. Das ist halt sowas, was mich tierisch ärgert. Dass die da halt relativ langsam sind, bis die kommen. Man müsste das schon eingenommen haben hier. Naja, wenn die das nicht machen, dann machen wir das, ne? Leute? Wenn die das nicht von alleine auf die Kette kriegen, dann müssen wir das halt eben kriegen. Und ich will die haben, weil dann eigentlich ist es immer so, oder so spiele ich es ganz gerne, sobald eine Silberflotte kommt, baue ich was aus. Und den Rest nehme ich einfach, den spare ich an. Für schlechte Zeiten. So, es sind also viele Punkte, die wir noch ausbauen müssen, ne? Militärtechnisch, da können wir das ganze Land noch updaten. Hier sind wir schon bei den Punkten recht weit. Regiment, Truppenlimit. Sieht alles ganz gut aus. Handel. Da musst du halt auch mal die richtigen Punkte finden für den... Ach so, stopp. So, das mache ich mal eben. Da. Da. Wir haben halt auch immer noch Land übrig gelassen hier in... Direkt vor unserer Haustür, ne? Da führen wir eigentlich so gut wie gar keine Kriege. Ja klar. Und der Engländer ist auch schon wieder fällig. Theoretisch. Oh, da kommt's rein. Kein Problem. So, wie alt ist der? 91, ja dann. Nächsten Monat schicke ich den los, am 1. Januar, schön im Winter. Ja, für so eine Weltumsiedlung braucht er eh ein bisschen länger. Ist er voll? Ist er ganz? Auf geht's. Vielleicht haben wir Glück, sind die Ersten. Habe ich gerade gar nicht aufgepasst, ob es schon eine gab. Ich glaube aber nicht. So. Das haben wir. Das ist die Armada, die ich eigentlich gegen den Muselmann schicken will. Wir gucken uns das mal kurz an. Galern, ja, er hat 97. Ah ne, wir haben die 97. Er hat 71. Perfekt. Perfekt. Sehr nice. Ist mal gut aufgestellt. Noch nicht perfekt, aber schon sehr gut. Kann ich die nicht hier bei meinen Griechen schon stationieren? Nö. Kein Problem. So, da haben wir auch die ersten Türme aufgestellt. Ich würde halt vielleicht zum Verteidigen noch einen zweiten aufstellen. Dritten hier. In unserem kleinen, lustigen Paradies. So, da sind 41. Ich guck mir das mal kurz an, was er so hier mitbringt. Er baut schon wieder auf wie so ein Bekloppter. Jojo, ist nicht einfach, Leute, ihr seht's ja, ne? Also, wir können uns halt noch eine zusätzliche Armee fast nicht leisten. Ich habe halt nur die, wie viel sind's? Die vier, hauptsächlich vier Armeen hier. Die eine haben wir ja aufgeteilt, die andere steht da hinten in Goa. Ob das sinnvoll ist, weiß ich nicht. So, wer ist denn jetzt? Louis ist jetzt ready. Nett. Aufhebung der Appellationsmöglichkeit. Warte, was ist denn das? Erhält 10 Prestige. Katholizismus erhält Reformbegehren. Die ganze Welt hasst uns dafür. Frankreich bekommt Statute zur Aufhebung der Appellation bis 21, was die vollen Effekte hat. Nationale Unruhe minus 1. Das ist ein Quatsch. Nee, das will ich nicht. Wegen 10 Prestige, die hole ich mir im Schlaf. Das nehme ich mit. Blasphemieakt. So. Verleg den Hof. Was muss ich dafür machen? Wirtschaftsideen abschließen.
Da sind wir ja gerade dabei. Schweden rein. Polen, Litauen rein. So, und jetzt will einer unser Land erben. Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, man hat ja noch keinen Nachfolger. Was ist da eigentlich los? Das wäre jetzt auch mal interessant, was dann passiert, hä? Wenn jetzt wirklich einer, wenn wir wirklich geerbt werden sollten. Von Griechenland. Unabhängigkeit, instant. Egal, wer es machen würde. Schweden, Polen, Litauen, nehmen da alle mit. Gegen beide nehmen wir sie mit. Interessant auf jeden Fall. So. Wie weit sind wir denn hier? Westlich passt doch. Guck mal, wir sind doch wieder gut aufgeholt. Wenn man überlegt, dass wir gerade mal vor 40 Jahren Spanien geerbt haben, da waren wir noch 20 Jahre hinten dran. Und jetzt haben wir es fast wieder aufgeholt. Das ist eigentlich perfekt. 10, 10, 6 ist auch gut. Liga, Graz. Okay. Ich brauche das alles auch nicht. Das ist mir auch alles egal. Ich drücke den aber nochmal durch in Wien. Geht nicht. Ich drücke aber nochmal einen durch hier in... bei Muselboy. Elbasan wieder. Hier einfach... irgendwas halt, ne? Also irgendein Anspruch halt. Das ist das Wichtigste. So. Natürlich, die Schiffe müsste ich auch nochmal updaten. Aber wie gesagt, das können wir machen, wenn wir in Geld schwimmen. Ich hoffe mal, das wird irgendwann nochmal stattfinden. Oh, das ist gut. Kaffeeboom. Sehr schön. So. Italienischer Techniker, den stellen wir auch noch ein. Oh, jetzt kommen wieder 258 Dukaten raus, ne? Anscheinend haben wir schon so hohe Einnahmen, dass wir ständig da gefordert werden. Das geht eigentlich. 143 pro Monat ist jetzt nicht so die Welt. Ist gut, ist gut. Aber es ist jetzt nicht übermäßig. Savoyen holen sie sich jetzt. Ach, die armen Savoyaner. England wäre nochmal vielleicht mit Artois. London, das wären nochmal so Spots, die uns auch noch Geld bringen, dann, wenn sie mal fertig sind. So. Und dann kommt die nächste Idee reingeschwört. Wir gucken mal kurz. Ja, also Militär können wir einmal durchdrücken. Okay, hier sind wir auch durch. Toleranz der Heretiker, perfekt. Liberté, Egalité, Fraternité. So. Und dann die freie Ideengruppe. Was hatte ich angekündigt? Ja gut, finanziell gesehen wäre natürlich Handel jetzt perfekt, ne? Aber ich würde ganz gerne... das ein bisschen anders steuern. Was kriege ich denn durch? Admin brauche ich noch 2 Punkte. Das sind 800. Da sind wir gut dabei. Es muss was im diplomatischen Bereich sein. Ach, Seefahrt wollte ich. Schiffskosten ist auch nicht schlecht. Leichtschiffkampf, das wäre natürlich jetzt für den nächsten, ne? Für den Osmanen perfekt. Und wir haben Punkte übrig ohne Ende. Die anderen Sachen kann ich später noch nehmen. Ich glaube, mit den finanziellen Sachen über Handel, das regelt sich fast von alleine, weil wir alles haben, aber... ja, gut. Machen wir das, ne? Und da sind wir ja fast... da sind wir doch super aufgestellt. Ich mach... achso, der ist ja günstiger gewesen, der Richelieu. Gegenreformation ist fertig, alles klar. Wie gesagt, England wäre auch nochmal ein schönes Ziel. Jo, die wachsen schon wieder hier fleißig überall. Also Holy Karibik macht das gut, finde ich. Norwegen, das von uns großzügige verdienende Recht auf Militärzugang aufgekündigt hat, okay. Das gehört auch zu Französisch-Kolumbien, interessant. Kommen die voran hier eigentlich? Brasilia, ja, ne? Wo ist das denn gewesen? Biloki. Ah! Dann haben wir 1, 2, 3, 4. Das ist die fünfte, das ist die letzte, perfekt. Und die andere ist ja auch gleich fertig. Darien, wo war die? Die war da unten. Ah ja, und die andere ist mobile da oben. Okay. So. Ihr unterzeichnet das Edit de Nantes.
Frankreich bekommt Edith de Nantes. Toleranz der Heretiker. Religiöse Einheit. Oh, ist das geil. Dann brauchst du den Humanismus gar nicht mitnehmen. Nice. Das macht's natürlich einfach stark. Weniger Unruhen im Land. Sehr nice. Perfekt. So. Kolonien laufen. Ja, gucke ich mir nochmal die Geschichte an jetzt hier mit, ja, England, das ist ja alles nebensächlich. Wie sieht's auch mit Aragon? Ansbach, Österreich. Oh, 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 was ist denn da los? Savoyen, Lüneburg, Schlesien, Nürnberg. Ach so. Österreich holt den Polen für Savoyen. Alter Fall, da rasten die aus. Alles klar. Der macht zurzeit gar nichts klar, ne? Die erste Weltumsegelung. Oh! Wir haben als erste die Welt umsegelt. Perfekt. 100 Prestige und 40 Marinetradition. Ja, wir hatten aber schon 80. Schade. Hätte man zum anderen Zeitpunkt. Aber gut, wann willst du es machen, ne? So. Okay. Wird mal Zeit für Nachwuchs, ne? Seht ihr es nicht auch so? Das geht mir auf den Sack hier. Ich das sehe. So, machen wir weiter. Erkunde mal die Welt, mein Freund. Ach so, was haben wir? Ach so, wir waren ja hier beschäftigt. Stimmt. Moment, das machen wir schnell fertig hier. Aztekenreich. Kann ich noch ein bisschen Ding mitnehmen? Ich brauche ein bisschen Geld, Leute. Ich bin so arm. Ich bin so arm. Ich will mal, dass die Silberflotten hier langsam ankommen. Das geht mir nämlich so auf den Senkel. Dass da nichts passiert. So, wir könnten dann bei der Administrative vielleicht sogar noch die expansionistische Idee mitnehmen, ne? Dass wir die weiteren Kolonisten bekommen. Das werden wir auch tun als nächstes dann. Ne, Expansionismus, da kriegen wir dann nochmal 2 Kolonisten, glaube ich. Ah, ne. Ah, der hat den Kriegsgrund gegen Asiaten. Ja, perfekt, den brauchen wir auch noch. Aber es ist noch nicht so akut. Da haben wir noch Zeit. So, ja, wir haben Zeit, ne, sagt er so, und rennt hier, die Zeit rennt einem davon eigentlich. Wie sieht's denn aus? Wo fangen wir jetzt an? Greifen wir den Osman an? Ich will ja immer noch mal nach Russland kommen. Wer hilft mir eigentlich dabei, wenn ich hier mal so Tunesien angreife? Ich habe keinen Diplomaten. Gut, wir machen da hinten erstmal fertig. Ne, die Zeit, man sagt so, man hat Zeit, aber so 16:30 sieht auch schon ungemütlich aus. Es sind noch 200 Jahre. Aber trotzdem. Trotzdem nicht so cool. Ja, es kommt mal ein bisschen... Ich hätte doch lieber viel mehr Geld. Also es fehlt mir auch hier und da an manchen Ecken. So. Man müsste halt mal gucken... ob man hier bei England mal so Schachmatt macht, ne? Aber oder sich mal so ein bisschen ins Heilige Römische Reich vielleicht reinwurstelt. Hier. Moment, hier. Flandern. Flandern wäre doch ein super Ziel, oder? Sollen wir das mal versuchen? Köln, Nassau, Montferrat, Lüttich. Ich hau doch mal Anspruch durch. Lass ich mir ein bisschen was kosten. Es geht mir eigentlich mehr oder weniger jetzt ums Geld, also... Gar nicht mal um die Gebiete, die wir da gut machen, aber es sind einfach so, wenn du da Provinzen einnimmst, hast halt Kohle, aber wir hätten auch Kohle, wenn wir unser Land mal ausbauen würden, ne? Wenn man auch vielleicht Technikpunkte investieren würde. Das wäre auch nochmal so ein Faktor, ne? Ich denke mal, die Ideen sollten wir doch jetzt mal langsam schaffen. Moment. Die Ideen sollten wir mal alle durchgedrückt bekommen, auch Wirtschaftsideen und so. Die Provinz von... Achso, das waren die Marokkaner. Das wird es das erste sein. Bevor ich ein neues Land erobere, dass ich Korn muss, mache ich die Wirtschaftsideen mal fertig. Die anderen Sachen können jetzt parallel laufen. Das ist in Ordnung. Aber Wirtschaft muss echt mal fertig werden.
So, jetzt sind wir da voraus. 18, 2, 3 Jahre sogar. Perfekt. 10, 10, 6. So. Ja, wir müssen mal hier ein bisschen. Ich weiß nicht, wo die Goldflotten sind. Da ist einmal Gold. Ah. Das müssen wir haben. Wem gehört das hier? Wer ist das? Tlapaneken. Oh, da kommt nochmal Rekrutenreserve. Perfekt. Jetzt sind wir schon drüber. Wir haben halt noch keine Kriege geführt, wo wir wirklich unser Schlachtvermögen mal zeigen mussten, ne? Ist das schon mal aufgefallen, dass ich mich nur mit Sachen aufhalte oder dass ich viele Kriege einfach nur da führe, wo es einfach ist, wo man aber überhaupt nicht das zeigen muss, was man kann. Ne, also nie müssen wir gegen eine größere Armee mal ran. Ist eigentlich erbärmlich. Hol mal den Typen vom Schweden weg da. Ich werde langsam ungeduldig. Oh. Ja, Bourgeoisie gewinnt, ne? Verliert irgendwer? Nö, ne? Alles gut. Ich guck mal kurz trotzdem rein da. Okay. Da sind die Osmanen. Guck mal, 50.000. 90.000. 51. Das müsste alles sein. Also eine Armee hat 40, die andere hat 50. Das sind 100.000 zusammen. Jo, da peitschen sie rum. Die gehen schon wieder auf den Zahnfleisch. Jo, jetzt greife ich den Osmanen an über Tunesien. Ich habe die Schnauze voll. Jetzt lasse ich mal Muskeln spielen hier. Hol noch eine Armee, werde ich noch rausheben. Einmal Grand France, für Umme bitte. Ab in die Provence. Das steht. Und dann werden wir hier noch einmal für das Mittelmeer eine Flotte ausheben. Die können dann gleich hier bleiben. 21, 35, die marschieren hier lang über Tunesien, dann rücken die auf. Und die anderen stationieren wir alle hier. Ja, also. Das dauert ja ein bisschen, bis die Einheiten fertig sind. Ich will jetzt meinen Krieg haben. Ich will mich zumindest mal testen. Zumindest denke ich mal, werden wir so lange aufhalten. Wir können sie so weit bearbeiten, dass es lustig wird für uns. Ich glaube, wir sind da jetzt stark genug langsam. Ich will es jetzt wissen, ne? Wie gesagt, man wird dann nach der Zeit auch ungeduldig. Lauf mal da rein, mach nicht so lange rum. Eier nicht rum hier, Bergi. Bei der Ankunft bereits tot. Wer ist tot? Ist der fertig? Ruhe und Frieden. Wir haben ja die erste Umsegelung geschafft. Das hat ja funktioniert. So, und den Rest übergeben wir einfach hier an Französisch-Mexiko. Die sollen den Rest hier erledigen. Coxtla-Hurkan. So. Zeigen. Perfekt. Die ist da auch durch, ne? Alles klar. Dann weiß ich schon, wohin es geht. Die Handelsstützpunkte müssen wir halt irgendwie mitnehmen. Das müssen wir erobern, da kommen wir so nicht ran. Malakka. Portugal? Da sind die schon wieder. Das ist wichtig hier. Bantan. Fangen wir halt eben hier. Oh. Was haben wir? Ach so, das war noch von den anderen. Ah. Ach so. Das war noch von Portugal, alles klar. Haben wir ja schon wieder. Die sind ja schon wieder fleißig unterwegs. Können wir von denen auch einfach übernehmen. Da muss ich mir jetzt da keinen Kopf machen, auch nicht welche losschicke. So, das ist alles besetzt, besetzt, besetzt. Die werden da auch nicht fertig. Ey, ist das ein Haufen. Schweden, die Staatsehe brauchen wir noch. Mit Theken, Klappernäken brauchen wir auch noch. Zieht sich auch wieder hier. Naja. Wer ist das eigentlich? Quitschi. Hat Quitschi Gold? Oh, das ist Kakao. Da. Oh, das ist zweimal Gold. Ei. Okay. Dänemark darf durch.
Wie sieht's aus mit dem Gold? Sehr gut. So, da ist ein Händler bereit. Wo kam der denn jetzt her? Kurz checken, Moment. Karibik haben wir einen. Panama hätten wir, könnten wir einen schicken. Wir fangen aber hier mit New Mexico an. Da hängen wir am weitesten drin. Ne, drücken die jetzt hier langsam alle durch, die Händler. Adelsfehde. Da haben wir Diplomat raus. Oder wo sind sie? Weiß ich nicht. Badajoz kenne ich nicht auswendig. Weiß nicht, wo die Provinz ist. Vielleicht wären wir auch schneller da gewesen, wenn man hingelaufen wäre. So. Kann man da mal rein? Machen wir den Laden da auf. So. Jetzt sind wir bei 99%. Jetzt gucke ich mir noch da an, ob es auch noch Gold gibt. Und dann wissen wir das ja. Wer kämpft denn da jetzt gegen wen? Ja, 1000 Mann töten 5000. Ich sag nichts. Moment. Oh, doch nicht, glaube ich, oder? Muss auch mithelfen da. So. Was sehen wir denn hier? Dreimal Gold. Da kommt's Gold raus auf einmal. Alles klar. So. Das. Die wichtigsten haben wir. Alles klar. Wohl an. Alle zusammen. Und wo ist das Schiff? Da ist das Schiff. Abfahrt. Weg hier. Ab nach Europa. Jetzt machen wir richtig Krieg. Wäre halt mal ganz nett, wenn wir langsam den, wie sagt man? Einen König bekommen würden. Kurz checken, wie geht's im Osmanen? Ah, wird immer weniger. Führt immer noch Krieg? Ah, stopp. Muss ich mir angucken. Er gewinnt sogar. Gegen gegen wen? Ungarn, Brandenburg, Mecklenburg, Mantuau, die armen Säuer, ey. Und die machen die? Die helfen nicht. Die machen Scheiße. Österreich hilft auch nicht. Macht seinen eigenen Krieg hier. Und der frisst sich immer weiter nach oben. Ich hab da so die Faxendicke von dem. Den schneide ich jetzt den Hals ab. Den Kopf. Da machen wir jetzt. Ohne Scheiß, Leute. Das machen wir jetzt. Da ist jetzt echt zappenduster. Da werden wir jetzt mal ein bisschen militärische Taktik rauswerfen. Vom Feinsten aber. Dann soll er mal kommen mit seinen People. Steht da drin. Ist das ein Koloss, oder? Also wenn der nicht riesig ist, dann weiß ich auch nicht. So. Das ist die Transportflotte runter da. Wie sieht es mit Rebellen eigentlich bei uns aus? Habe ich schon lange nicht mehr geschaut. Nur die Klempken. So. Mailand wird sogar mithelfen. Moment. Für den Kriegsstand, damit das alles ein bisschen schneller geht. Hole ich mir noch Oran ran. Hoffentlich geht es diesmal ein bisschen zügiger. Okay, boah, was da los ist. Die Scheiße gewinnen sie halt noch, das ist das Problem. Aber man muss ja irgendwann. Wir müssen irgendwann ja mal anfangen, den Klappstuhl zu bearbeiten, ne? Das hilft ja keinem. So, wie viele Männer brauche ich denn? Hier habe ich 35, 12. 12, 21 natürlich. Wie viel sind das? Ein bisschen was so um die kurz vor der 60, ne? 50. 20, 50, 56. 56.000. Wie viel haben wir da unten? Da haben wir einmal 33. Da sind die zwei. Da sind auch mal drei. Und da kommen noch welche. Und da kommen noch welche. Wie weit ist denn der bei der Technik? 19. Und wir? Was? Der ist bei 19, wir sind bei 18? Ist mir egal. Was macht ihr denn jetzt? Seid ihr denn bescheuert? Was willst du denn mit Flandern? Das, die wollte ich doch angreifen. Habe ich jetzt keinen Nerv? Denn nicht. Nee, geht nicht.
Ich mache eure Faxen da nicht mit. Scheiße. Nervt das. Kommen die mir da jetzt mit so einem Müll? So einem Müllkrieg? Den kann kein Schwein gebrauchen. Boah, da bin ich jetzt aber mal gespannt, ey. Die haben echt... Die sind schon eine Stufe weiter. Warum das denn? Und den beim Rest? Ah ja, okay, die hängen beatmen, weil die so viel einnehmen. Hängen die da hinterher. Die haben da... Die haben den Fokus da drauf gelegt. Dann können die bei Ideen ja nichts haben. Ja, nur Quantität. Ja, Qualität haben die nix. Und wie sieht's aus? Yo, die sind fertig. Jetzt gibt nur noch über Söldner, aber die können nix. Ein, zwei Kriege gegen die, dann haben wir sie. Oder ein, zwei Schlachten, dann haben wir sie kaputt. Ja, Schweden kommt die Staatsehe rein, alles klar. So. Jetzt muss ich mir kurz mal meine Männer angucken, Leute. Handelshaus, boom. Immer her mit der Kohle. Naja, das brauche ich eigentlich nicht. Ich brauche Geld. Geld brauchen wir. Moment. Oh, wir sind sogar drüber mittlerweile. Aha, deswegen... Ach, deswegen geben wir auch so viel aus. Das ist ja kein Wunder, ey. Ich dachte, wir wären nicht drüber. Truppenlimit hochpushen, ne? Dafür haben wir ja die Gebäude hier. So. Wo sind denn die? Ah, kommen die andere Einheit. So, was haben wir denn noch übrig? Ja, die 13. Die fehlen mir ein bisschen. Moment. Frage ist, wie viel haben wir jetzt? 33? Das sind 60. Das sind 66. Ist nicht so pralle, ich weiß. Dafür haben die halt einen geilen General. 66. Das wird sich schon im Großteil hier abspielen, deswegen bringe ich da mal wirklich die 90 hin, die 100.000. Ne, die bringen wir mal hier hin. Wie viel können hier rumstehen? 34. Und wie viel sind das? 34, 33, also perfekt. Also 100 bringen wir hier hin. Dann müssen wir mal gucken. Den Tunesier müssen wir halt von hinten aufräumen hier. Ich werde dann auf... Ja, mit Söldner kann ich auch nicht mehr viel arbeiten, wir haben nicht mehr so viel. Zeigen. Sehr gut. Oh, wir sind fertig? Ah ja, mobile. Was ist das jetzt? Ach, das gehört zu Manhattan. Warum das denn? Ah, das ist ja absurd. Warum kann das Manhattan sich schnappen? Ne? Nouvelle Manhattan hier oben? Warum können die sich das hier schnappen? Das gehört doch gar nicht zu der Region. Das gehört doch noch zu der Region hier. Hier wollte ich eigentlich ein Land bauen. Das ist komisch. Ärgerlich, dann ist mein Plan nicht aufgegangen, den ich da hatte. Dann schicke ich da nochmal einen hin. Ich will das nochmal probieren, da oben. Komisch. Nimmt ein bisschen Zeit weg, aber ist egal. So. Das wird spannend, Leute. Da sind 50. Also 50 schaffen wir. Gut aufgestellt. Spaß findet sowieso hier am Zentrum statt, ne? Im Zentrum der Party da. Und da haben wir die 80. Die 80 Schiffe. Die sind hier. Und da haben wir noch welche gebaut. Die da. Die sind noch gar nicht fertig. Da fehlen noch zwei. Die sind gleich fertig. So, in Vichaya. Da unten kommen noch... Da kommen auch noch Schiffe, genau. Und dann haben wir nämlich noch die Großflotte da drin. Die ist zwar nicht so effektiv hier in den Gewässern, aber das macht nichts. So. Und die 48... Ich könnte mir auch überlegen... Ja, ich will Tunesien schon von hinten an. Ich will von hier angreifen. Das macht schon Sinn. Das ist schon richtig so. Das ist schon richtig so. So. Also, dann greifen wir Tunesien an von hier hinten. Der Muselboy weiß nicht genau, was er tun soll. Der ist fertig im Krieg, oder? Ja. Deswegen muss es jetzt auch passieren. Guck mal, wie die aussehen. Die sind doch alle fertig gerade. Hat er gerade abgedatet schon wieder? Ist er schon auf 20? Auf 19. Wie macht der das? Warum ist der schon 19? Und was ist mit seinen Einheiten? Was ist mit seiner Reserve?
Perfekt. Er hat halt mehr ausgehoben als wir. Aber er hat keine Reserve mehr. Und so schnell füllt sich die auch nicht auf. Das heißt, es muss jetzt passieren, Leute, ne? Helfen die mit? Ach, die sind selber noch im Krieg gegen Lothringen. Jetzt machen die noch einen extra Krieg gegen Lothringen. Ihr seid so bescheuert. Da hätten wir die noch gebrauchen können von da oben. Das wäre noch gut gewesen. Muss ich mir angucken gegen den Muselboy, ob das läuft. Aber ich will mal Muskeln spielen lassen wieder. Mal wieder so einen Krieg führen hier, der uns nach vorne wirft. Ist mir viel zu stark. Er wird mir immer stärker. Vor allem, weil er sich langsam hier nach Westen frisst. Wenn er sich hier hin, wenn er hier wäre, wäre das nicht so schlimm, ne? Weil die Gebiete hier sind ja echt aus der Hölle. Aber da in die Richtung ist das echt beschissen. Also, das läuft echt nicht gut. Gut, wir haben wenig Geld. Das ist doof. Das heißt, wir können auch keine Söldner mehr ausheben oder sowas. Und wir müssen ihn jetzt einfach, er hat keine Reserve mehr. Und wenn wir angreifen, dann jetzt. Er holt zwar auch noch Söldner, ne? Der wird in seiner Form schon relativ gut unterwegs sein. Also der wird schon. Oder hat auch vielleicht noch einen Kredit aufgenommen. Nein, er hätte ja mehr Söldner. Das müssen wir noch abwarten hier, die 80. 289 Tage. Nee. Am 2. Februar geht's los, Leute. 34. Da hat er jetzt noch 2 Wintermonate. Boah. Brauchen wir einen Schluck Saft. Also ganz überzeugt bin ich natürlich nicht. Das ist klar. Wenn ich jetzt sagen würde, das ist jetzt hier kein Portugal, was wir angreifen. Ist zwar auch grün. Aber wie gesagt, das ist halt kein Portugal. Boah, da stehen sie 100.000 Mann. Das ist alles, was sie haben, ne? Und das sind ihre Schiffe. Ja, also bis. Wir lassen mal kurz laufen, Leute, bis zum Februar. Das ist heiß. Ganz heiß ist das. Ich weiß nicht, ob ich hier schnell genug durchkomme. Da ist eine Burg. Edina hat keine Burg mehr? Tatsächlich. Die haben sie echt weggeräumt. Haben sie da vorgeschoben, ne? Hier oben sind die Burgen jetzt. Haben wir da eine Viererburg aufgestellt? Ne, eine Zweier. Was steht hier? Auch nur eine 2. Und die haben auch bloß ihre 2 Bogen, okay. Dann geht's da auch zügig. Außer Konstantinopel hat natürlich ein bisschen was Größeres. Wie gesagt, so vollkommen überzeugt bin ich von der Geschichte nicht. Warum haben wir so wenig Rekrutenreserve, Leute? Waren wir nicht mal über. Waren wir schon nicht bei 170? Erklären ab und zu. Wien haben wir verloren. Wien bauen wir parallel aber wieder auf. Das ist nicht das Problem. Kommt schon noch. Problem ist bloß, wenn er mit seinen 100.000 Mann. Also, na gut, das wäre ja kein Problem. Das wäre. Also, schiffstechnisch haben wir ihn ausgekontert. Da sind wir stärker. Behaupte ich jetzt. Dass unsere 62 und 80 einfach hier alles wegföhnen, was nicht mal drei auf dem Baum ist. Und wenn wir unsere Truppe hier, unsere 100, was wir, nee, unsere 100.000 Mann, genau, wenn wir die wirklich schön zusammenhalten, Konstantinopel einnehmen, Edirne einnehmen, dann kommt er nicht mehr rüber. Ne? Und wenn er nicht rüberkommt, haben wir hier Polen offen. Mal wieder Polen offen. Aber ja, er kann halt aber alles hier belagern, ratzfatz. Ne, er kann immer noch Einheiten ausheben, das ist halt super nervig. Aber er kann halt nur Söldner ausheben, die sind halt gut machbar. Und wir müssen dann von hier hinten, müssen wir anschieben, ne? Von hier über Tunesien. Und hier schieben wir uns dann vorwärts, was Belagerungen angeht. Dauert auch. Das ist der Plan. Das ist mein taktischer Plan. Mir fehlt's an. Ich hätte ganz gern noch einmal 100.000 Mann. Die hätte ich ganz gern noch. Das können wir mal machen. Armeeunterhaltsmodifikator, das ist ganz günstig. Oder dann wird alles günstiger.
Das wäre so perfekt. Perfekte Voraussetzung. Ne, also wenn wir jetzt hier nochmal 100.000 hätten und da vielleicht 120. Dann könnten wir schneller belagern. So müssen wir sie halt, weil er so stark aufgestellt ist von seinen Einheiten her, müssen wir halt so lange, brauchen wir so lange. Oder müssen sie halt eng zusammenhalten, können halt langsamer belagern, was hier so ansteht. Sonst schiebe ich ganz gerne mal so ein bisschen Söldner noch zum Belagern, ne, dass hier dann wird die Gebiete durchgehen. Shit. So, 2. Februar, Leute. Okay, er ist über dem Bosporus. Und ich weiß nicht, wo er hinläuft. Was ist denn jetzt mit euer Problem? Was habt ihr denn jetzt für Sorgen? Ey, seid ihr doch bescheuert. Jetzt brechen die das Bündnis mit uns. Ihr seid doch total bekloppt. Am besten noch mit den Osmanen. Am besten Polen, Litauen. Was haben die denn für Sorgen? So, wir sind soweit. Vertrauen minus 2000. Pff. Fuck you. Er hat Schlesien gewarnt. Brandenburg gewarnt, Böhmen gewarnt, Ungarn gewarnt. Wir haben immer noch keinen Nachfolger. Was ist denn sein. Schon seit 4 Jahren an der Macht. Und allein schon 34 Jahre alt. Warum hat er keinen Nachfolger? Ist der. Kann er nicht? So. Tunesien habe ich keine Sorgen. Das geht easy. Die sind auch nur bei 15. Aber dass der Osmane schon bei 19 ist, das ärgert mich auch ein bisschen. Irgendwo hat er die Power hergeholt. Können sich mit Österreich verbünden. Nee, wenn es nicht Rivalen wären. Das nächste Problem ist halt, wenn man sowas führt, so einen Krieg hier, ne, gegen den Osmanen führt, auf einmal bricht ja alles zusammen. Und wenn wir dann zum Beispiel noch Österreich als Gegner, oder wenn dann auf einmal dann Österreich uns den Krieg erklärt, vielleicht mit England zusammen, die haben schon wieder einen Vasallen Norwegen. Aber ich muss ja irgendwann angreifen. Ach Mann, ich weiß es nicht. Es wäre jetzt auch schade, ne, wenn man was verlieren würde. Wenn man es nicht schaffen würde. Man muss halt Vertrauen haben, ne, in das eigene Heer, in die eigene Macht. Die Macht wird stark mit uns sein. Viel zu viele Einheiten, vollkommen über ein Limit hier. Shit, shit, shit. Ja, Leute. Ich würde sagen, ne, wir packen's. Natürlich in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao.